Guten Tag, Mahlzeit und hallo, hier ist der Silo und das hier ist mein guter Freund Debarm. Sag mal für die Zuschauer, Hallöchen. Hallöchen. Was Hallöchen. Ist? Was geht ab? Na gut. Was geht ab? Was geht ab? So, wir werden jetzt die Folge oder eventuell die nächsten, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir verbrauchen, werden wir ein paar Dinge in der WarZ-Welt testen und ausprobieren und schauen, was für Auswirkungen bestimmte Dinge haben. So, liebe Leute, wir stehen jetzt bereit. Ich habe den M9-Helm auf. Und es gibt halt die Gerüchte, dass der M9-Helm einen Kopfschuss halt abwehren soll oder halt die Kugeln sehr gut. Ich habe links unten seht ihr, ich habe volle Energie. Bam, was hast du für eine Waffe da? Eine B92 habe ich. Ich kann es vielleicht mal ganz nah aufrufen. Ja. Den M9-Helm genau. Da steht nämlich auch im Text drinne, dass er protected. Da, the M9 Helmet gives a good standard of head protection. This one in Urmet Camo. Yes! So. Wollen wir es mal austesten? Und 92 gehört, glaube ich, zu den schwächsten Pistols, oder? Ich glaube schon, ja. Das Blöde ist nur, dass der Charakter. Ja, so bleibt er wenigstens gerade. So, ja. Kann ich auch ein bisschen drehen, vielleicht. Jetzt, so, dann probieren wir es mal aus. Okay, Silencer erschießen die ersten. Oh, sehr schön. Ich bin bis zur Hälfte runter. Hammer. Hey, heil dich mal. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe keine Bandages. Merke ja, ich gerade. Ich trottel. Ah, ja, wenn man nicht an alles denkt hier, ne? Unorganisierter Hampfern an fiebischer Urscheiße. So, dann hätten wir das ja schon mal leicht bestätigt, aber was wäre denn eine wissenschaftliche Studie mit nur einem Versuch? Richtig, jetzt ohne Helm. Jo, jetzt habe ich volle Power. Ja, zieh den Helm aus. Yay! So ungefähr gleiche Entfernung wieder, so, ja. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich dich bei deine Glatze blendet irgendwie so. Und Silencer versuchen zu erschießen, die zweite. Bow! Also, ihr seht unten links, die Energie ist auf jeden Fall mehr runtergegangen. Jetzt ist es ungefähr so oft etwas höher, so die Mitte von den Oberschenkeln. Und jetzt vorhin war halt die Hälfte. Also er hält auf jeden Fall was ab. Das ist ja mal interessant. Und du hast richtig auf den Kopf geschossen? Ich habe genau sogar auf die Stelle des Kopfes geschossen. Krass. Ja, das ist echt interessant. Also gut bin ich. Hui! Hui! Ich hätte nicht gedacht. Also, das Hui. Ist bestätigt, oder was? Okay. Tatsächlich. Hätte ich. Wow. Ich lebe noch! Wer hätte das gedacht? Ui, uaa, ching, ching, walla, walla, bing, bang. Ui, uaa, ching, ching, walla, walla, bing, bang. Juhu! So, okay. So, wir machen das jetzt mal, dass ich auf den Baum schieße. Du hast vorhin gehockt, ne? Mhm. Okay. War das so ungefähr die gleiche Entfernung hier? Mhm. Okay, die Bam erschießen, die erste. Jo, die Hälfte. Auch dann die Hälfte, okay. Also es ist quasi immer gleich. Krass. Gut. Jetzt nochmal ohne. Warte, kleinen Moment, ich muss noch 4 Antibiotika nehmen. Jo. Ja, jetzt. Boah, ja, gut. Das ist so Mitte der Oberschenkel, ne? 6? Ja, ja. Ja, genau. Jetzt wäre es mal interessant, wie viel man runterkriegen würde, wenn wir jetzt eine Weste anhaben oder so. Hast du eine Weste im Inventar? Also nicht jetzt, im Globen, ja. Ja, dann lass mal zurück und dann mal eine Weste holen. Wir werden jetzt was ein bisschen austesten mit der Gorilla oder Guerilla
Weste. Ihr seht hier rechts steht Custom Design Guerrilla Field Gear and Body Armor that allows for decent protection under fast moving conditions. Level 2. Also die hält auf jeden Fall einiges ab. Und jetzt gucken wir mal, wie viel sie doch abhält. Mein Debam, hier mein Kollege Debam, der hat da eine Mauser. Ich würde jetzt aber vorschlagen, mach vielleicht nicht direkt die Mauser. Vielleicht erstmal hier eine Mossback oder so. Hast du eine Mossback dabei? Oder eine Pistole. Hier nochmal die B92 von vorhin. Ja, hast du die? Bitte. Hast Angst vor der Mauser, ja? Hast du wieder Angst? Ja, schon so ein bisschen. Ist natürlich doof, wenn ich dann direkt sterbe jetzt. Warte. Ich so, dann mal so machen wir mal Brust, ja? Das, ich hock mich hin und der Debam spielt mit, schießt mit der B92 direkt auf meine Weste. Gucken wir mal links, wie viel die abzieht. Und bitte. Okay, gut. Leicht so bis zu den Schultern. Etwas unter den Schultern. Ja. Also sei ja also schon. Schützt doch schön, ne? Ja, wir müssten jetzt mal den AB-Vergleich machen, wenn ich jetzt die Weste ausziehe. Ich heile mich nochmal kurz. Ja, das Heilen nicht vergessen. Na, jetzt muss ich zwei Painkiller benutzen. Nimm du erstmal auf. Ja. Ne, nimm du die mal. Wenn ich jetzt tot bin oder so. So, Moment. Und ja. Ja, okay. Ja, ich habe ein bisschen mehr abgezogen, kriegt aber nicht unwesentlich. Es ist schon ein ganz kleines bisschen. Wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ah, sehr schön. Unsere Flares sind angekommen. Ja, dann kommen wir gleich runter. Ja, okay. Gut. Ja, warte mal ganz kurz. So, wir sind gerade am Aufnehmen. Ja. Mit dem Kopfschuss treffen, ob das den auch den Kopf schützt oder nicht. Also ich bin ja der Meinung, dass den Kopf nicht extra schützt, dass eine eigene Trefferzone ist. Also wir haben jetzt die Vermutung oder wir wollen es austesten, ob sich die Weste auf den gesamten Körper jetzt auswirkt. Ihr habt das vorhin gesehen, dass die B92 ja bis da unten hin das abgezogen hat. Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt die Weste bei einem, also dass ich keinen Helm trage, ob sie sich positiv auswirkt auf den Schutz. Warte, ich gehe noch mal ein Stück zurück. So, so ungefähr. Ja, und bitte. Ja, dann ziehen wir die Weste an. Oh, auch gut. Ja, das ist. Da, warte. Das ganze Gerede immer. So, ja. Wow. Na, hält nichts ab. Nee, ist genau wieder bis zu der Mitte der Oberschenkel. So, eigene Trefferzone. Ja. Das ist halt wichtig, dass man das weiß. Dass man da seinen Kopf schützt. Also rennt auf jeden Fall mit Westen und mit Helm rum. Schützt euch so viel, wie ihr könnt. Was mich halt jetzt auch noch interessieren würde, schützt ein M9-Helm mehr als zum Beispiel ein Feuerwehrhelm? Das könnte man eigentlich auch. Ja. Ja, lauter Logik. Hast du einen Feuerwehrhelm dabei? Nee. Machst die Leute hier heiße und dann lässt du sie liegen. Das ist auch wieder einer hier. Nee, ich hatte, glaube ich, keinen Platz mehr so im Back. Ich habe ja auch noch die Moss-Bessere. Ja, warte. So, was wir jetzt testen möchten ist, ihr seht vielleicht da hinten ist der Debam und der hat jetzt eine Mossberg und wir wollen jetzt mal, genau, der hüpft jetzt gerade da hinten und wir wollen einfach mal ausprobieren, ab wann die Mossberg denn schon Leben abzieht und ich glaube jetzt einfach mal auf der Entfernung zieht hier noch nichts ab, vielleicht noch ein bisschen nach hinten, es muss natürlich auch dann gut gezielt werden und ja gut, dann probier einfach mal. Oh, ich habe die Kugeln gesehen. Die sind ja auch eingeschlagen, aber es hat mich keine Kugel getroffen. Ich glaube, das lag jetzt. Ich habe mich getroffen, ich mach ein. Genau. Warte mal. Okay, also die kommen. Genau in der Mitte. Die kommen hier vorne an, aber die hat so eine Streuung, die Waffe. Ja, ne, ich. Trifft nichts, ne? Ne, es ist. Also, es, das würde vielleicht ich schaden. Ich habe nochmal eine andere Position versucht, aber. Also ich glaube, das wird sogar Schaden abziehen, wenn mich so eine Kugel treffen würde, aber die streut wirklich so. Jo, jetzt wurde ich getroffen. Jetzt habe ich dich getroffen. Ja. Ja, ihr seht unten links. Der rechts unten ins Eck haben. Ja, du musst halt die Streuung so ein bisschen aus. Ja, ausgleichen, ne? Musst so ein bisschen nach zur Seite. Ja, so. Also, der Tipp wäre dann. Daneben. Ja, genau, ne? Dass man so die Streuung mit einberechnet, weil in der Mitte ist ja dann eigentlich nichts, weil ja alles zur Seite streut.
Ja. Das ist interessant. Das, also wenn ihr eine Schrott... Mitte des Kopfes weggezogen, also sehr, sehr unwesentlich. So, gehen wir mal weiter nach vorne. Hier bis zu dem Busch. Okay, mach nochmal. Oh, ja. Diesmal habe ich genau mittig gedrückt. Gleiche Auswirkung, würde ich sagen. Ja, ja, schon, wenn ich das so ein bisschen abziehe. Okay, heilt sich? Na, brauche ich noch nicht. Mal gleich erst. So. Gleich bist du tot. Ja, ich ziehe wieder genau davon. Jo. Ja, jetzt ist schon ein bisschen mehr weggegangen, habt ihr unten gesehen. Aber noch nicht so, dass es wirklich tödlich ist. Ich glaube, jetzt würde ich mich auch anfangen zu heilen. Ja, okay, jetzt bin ich wieder voll. Jetzt gehe ich noch ein Stück nach vorne. So, das sind, ich würde jetzt mal sagen, so, das sind so die normalen Weiten bei einem PvP. Wenn man jetzt Leute in der Stadt oder so sieht. Mal gucken wir mal. Schieß mal. Ach, ich muss die wechseln. Und näher geballert. Jetzt aber. Wow, okay. Jetzt habe ich schon die Hälfte, fast die Hälfte schon weggekriegt. Das war jetzt schon gut. Also, ich glaube, wenn ihr, da bräuchtest du an die 3 Schüsse. Also guckt euch mal die Distanz an. Dann braucht ihr auf jeden Fall 3 Schüsse mit einer Mossberg. Ich würde eigentlich auf die Distanz vielleicht bei PvP, wenn ihr noch nicht entdeckt seid, noch nicht anfangen zu schießen. So, jetzt heile mich nochmal kurz. Ah, ich muss meine letzten Bandages jetzt für so ein bisschen. Nee, das lasse ich mal. Ich habe jetzt noch die Hälfte des Kopfes. Geht jetzt ein Stück noch nach vorne. So ungefähr. Ich will jetzt auch halt auch nicht direkt sterben. So vielleicht. Ah, warte. So, okay. Entscheiden Sie sich. Ja, so ist gut. Wie wollen Sie sterben? So, okay. Ah, okay. Etwas mehr als gerade, aber trotzdem nur die Hälfte. Also man bräuchte auf jeden Fall immer noch 3 Schuss. So sagen, ne? Ja, so. Ja, das ist jetzt so die normale PvP-Situation in Städten, wenn man wirklich schon nah aneinander ist. Und dann guck mal. Du schießt immer nur auf Buddy, ne? Notpo. Ja, genau. Okay. Oh nein! Oh nein! Boah, riecht mich total auf, ey. Guck mal da, den dumme. Ich klopf den gleich kaputt. Wenn der jetzt nicht hält, ne? Ich mach den Sach. Ja, ja. Okay. Killed by Debar. Debam. Müsste mal so eigene Sounds machen. Debam! Debam! Okay. Ja, jetzt noch.